Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Koschek mittendrin, live aus dem Bundestag in Berlin. Und jetzt viel Spaß mit... Der Deutsche Bundestag hat heute die nächsten Unterstützungstranchen für Griechenland freigegeben. Dem war ein zähes Ringen auf der Ebene der Eurogruppe vorausgegangen. Die Bundesregierung hat sich auf europäischer Ebene auch gegenüber dem Internationalen Währungsfonds strikt dagegen zur Wehr gesetzt, dass man glaubte, Griechenland durch einen Schuldenschnitt der öffentlichen Gläubiger zu helfen. Das ist vom Tisch, aber wir hatten von der Troika einen Bericht bekommen. Die Troika, bestehend aus Internationalen Währungsfonds, Europäischer Kommission und Europäischer Zentralbank, der deutlich gemacht hat, dass die neue griechische Regierung wirklich viele der Griechenland auferlegten Bedingungen jetzt erfüllt hat. Es ist wahr, die Zeit, die man Griechenland jetzt mehr gibt, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, um dringende Reformen auf den Weg zu bringen, eine Steuerverwaltung, die effektiv ist, aufzubauen. Diese zusätzliche Zeit kostet auch Geld des deutschen Steuerzahlers. Aber die Alternative, die es natürlich gibt, denn nichts ist alternativlos, bestünde darin, Griechenland sich selbst zu überlassen, das Land möglicherweise in einen Bankrott zu treiben. Die Erschütterungen, die das für Europa, auch für Deutschland und international auslösen würde, das sagen alle Fachleute, diese Erschütterungen wären um ein Vielfaches teurer. Deshalb ist es verantwortbar, was wir als Bundesregierung dem Deutschen Bundestag heute zur Abstimmung vorgelegt haben. Der Deutsche Bundestag hat dem mit großer Mehrheit zugestimmt. Wir haben heute einen wichtigen Schritt von Deutschland aus nach vorne unternommen, um Griechenland aus der Staatsschuldenkrise herauszuführen und damit Griechenland, aber die gemeinsame europäische Währung zu stabilisieren. Das ist auch gut für Deutschland, seine Wirtschaft und die Arbeitsplätze in unserem Land.